Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente. Ich begrüße euch mit einem freudestrahlenden Lächeln zurück bei der Heroes 7 Beta. Und wir bewegen uns jetzt das erste Mal in den Underground. Ich muss, diese Folge wird nicht ganz die 20 Minuten haben, die die anderen Folgen so ungefähr immer hatten. Dafür hatten die meisten anderen ja auch mehr als diese 20 Minuten, muss man jetzt fairerweise dann auch mal sagen. Ich muss nämlich tatsächlich in etwas über einer Viertelstunde los, aber ich will noch schnell das Aufnehmen für euch zu Ende führen. Also nicht zu Ende führen, aber es ist einfach diese Heroes Beta, Leute. Es ist die Heroes Beta, was soll ich sagen? Es ist Heroes. Und der Paragon-Dings funktioniert nicht. Oh, hier geht's aber richtig ab hier unten. Oh, da liegt noch ein Artefakt. Sexy. Haben wir eigentlich alle Artefakte equipped? Ja. Und ja, deswegen, ich nehme ganz schnell noch was für euch auf und gucke, dass das klappt. Oh, hier ist ja richtig Action. Richtig Party. Hier gibt es noch eine Schatzkiste. Was ist das hier? Okay, alles cool hier. Oh Gott, hier ist ja so viel los. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, zack, Start Combat. Der wird krass. Also insofern, diese Folge wird etwa eine Viertelstunde lang, also ein paar Minuten kürzer als die anderen, aber geht gerade nicht anders. Aber ey, besser eine Viertelstunde im Material als gar kein Material, oder? Ne, hab ich mir gedacht. Zack, erstmal Damage machen. Habe ich jetzt... Oh, fuck. Ich habe einfach vergessen, meine Magier aufs Feld zu stellen, weil das Spiel ja meine Kampfaufstellung vom letzten Mal anscheinend sich noch nicht gemerkt hat. Sehr nicht gut. Wirklich nicht gut, denn die könnten wir dringend gebrauchen in diesem Kampf. Von was haben wir da oben eigentlich 110? Ach, von den kleinen Feuermagiern, auch cool. Hast du schon keine Retaliations? Yes, sehr gut. Das heißt, gegen dich darf man nicht zurückschlagen, deswegen ran da und Damage machen. Und ja, ich muss jetzt ein bisschen was reinwerfen, weil ich die Magier nicht habe. Hab ich gepennt. Die haben beim letzten Mal massiv geholfen bei diesem Kampf, leider. Die kleinen Feuerjungs. Die kommen hier eh nicht rum, die kommen hier auch nicht rum. Die stehen da eigentlich ziemlich scheiße. Eigentlich sind nur noch die hier unten ein Problem, aber das ist die Reichweite kürzer. Deswegen kritte sie weg, mein Freund. Kritte sie weg. Ja, Retaliate No ist natürlich eine komplette Lüge. Aber besser die Golems als die Gargoyles. Oh, schön. Und Luck haben sie auch noch. Alter. Wie die da mit mir aufräumen. Naja. Flatter, flatter. Oh, sehr schön. Auch wieder Glück. Heilzelt darf auch ein bisschen arbeiten. Und der Vogel darf blitzen. Wie gesagt, hier kommen sie ja eh nicht durch. Und der Vogel räumt auch auf jeden Fall ganz ordentlich auf. Das kann man nicht anders sagen. Oh, das ist sogar noch Moral. Dann gleich nochmal. Da sind sie hin. Ach, wie ärgerlich für sie. Kannst du uns biken wir hier oben nochmal? Ich muss nur gerade das richtige Feld treffen. Nee, ich will das... Das ist gerade nicht so leicht. Ich will genau dieses Feld hier treffen. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Meinetwegen auch das. Aber ich will so, dass die beide da drunter sind. Ja, dann... Es geht darum, dass ich den gerne unterm Zentrumfeld gehabt hätte und nicht den. Das hat aber nicht funktioniert. Es war nicht umsetzbar gerade. Also ich konnte da mit dem Mauszeiger nicht richtig hin. Ist halt eine Beta. Alles gut. Es sind schon noch einige Beta-Bugs drin, das merkt man beim Spielen halt an vielen, vielen Stellen auch drin, auch immer mal wieder, aber es ist für mich bis jetzt kein Game-Breaking-Beta-Bug dabei. Es sind halt alles so Sachen, wo ich denke, naja, blöd, dumm gelaufen, aber wenn sie das in der Final-Version rausfixen, ist doch alles gut und ich kann die Beta halt spielen und wirklich einfach meinen Ersteindruck gewinnen und genau dafür sind Betas ja da und nicht für irgendwas anderes. So. Wo die Moral? Ach Mist, die muss ich dann ja direkt verwerten, so ein Scheiß. Ich will doch gar nicht. Das kostet mich doch nur wieder Truppen. Ach nee, der hat schon. Na gut.
Da, die Rakashas da oben, die... Die haben auf jeden Fall ordentlich zu tun. Doof, dass ich die Magier vergessen habe aufzustellen. Das ist halt, dass er sich die letzte Aufstellung auch nicht gespeichert hat. Warum darf er da jetzt zurückschlagen und vorhin da nicht? Egal, Vogel, mach Schluss. Vogel, mach Schluss. Guter Deutsch. Auch dieser Lavafluss im Hintergrund, der sieht schon ganz nett aus. Oh, und die Erfahrungspunkte. Die Erfahrungspunkte sind geil. So, wir könnten nochmal Dragonblood nehmen. Wir könnten auch hier so weiter rein in den Defense Tree. Das ist auch nicht schlecht. Diplomatie brauchen wir nicht. Light Magic wäre natürlich nett. Wir haben ja einen Light Magic Skill, aber dafür müssten wir erst bis hier hinkommen. Das dauert. Explorer. Was gibt's denn in Explorer so an Skills? Okay, nett. Keine Movement mehr ausgeben, um Sachen aufzuheben. Mhm. Ja, sind alles ganz nette Sachen, aber es ist eher so Utility-lastig. Ich hätte natürlich schon ganz gerne Sachen, die mir auch wirklich direkt helfen. Was gibt's denn hier drin? Auch nicht ganz schlecht. Und gibt uns generell auch nochmal 2 Defense. Das ist vielleicht nochmal eine Überlegung wert. Dass man hier nochmal +3 Health für Friendly Creatures macht. Das wird ja hiervon auch multipliziert. Ich weiß nicht, ob das bei irgendeiner Kreatur den entscheidenden Unterschied macht, um das dann auf 4 zu heben. Oder wir gehen weiter in Prime Magic rein, in Paragon rein. Aber da sind die Skills doof, die wir dann kriegen. Also die finde ich beide nicht spannend. Also ich würde nur das Dragonblood eventuell noch mitnehmen wollen. Water Magic und so. Naja, die ganzen Magics sind jetzt nicht mehr so spannend. Economics. Okay. Mhm. Ja, alles ganz nett, aber bis wir da weiter sind, ist auch nicht so toll. Wir nehmen mal den Defense Expert und holen uns 2 weitere Verteidigungspunkte, würde ich sagen. So, habe ich jetzt beschlossen. Dann wollen wir erstmal hier die Sachen einsammeln. Vor allen Dingen hier die Dragon Crystals. Dinger. Oha. Es ist Sturmwoche, deswegen kann man nicht schießen. Das ist für meine Armee natürlich echt krass. Das muss man mal sagen, das ist echt hart. Aber wir können uns dafür jetzt eine Dragon Scale Armor ansetzen. Alter, auch ein Set, aber die Sets sind relativ groß. Gut, das betrifft die Jungs hier aber genauso wie meine. Und wir haben außerdem die Vögels. Und die Golems. Und die Gargoyles. Und die überhaupt alles. Und die überhaupt alles vor allen Dingen. Mhm. Und diesmal vergessen wir die Magier auch nicht. So, entweder ihr könnt nicht schießen oder wir können nicht schießen oder alle können nicht schießen. Ja, Weak of Storm, alle können nicht schießen. In dem Fall, kommt mal ran. WTF. Weak of Storm, wir können nicht schießen. Fangen wir mal an zu schießen. Was? Okay, das ist bestimmt genauso beabsichtigt. Nein, Quatsch. Alles gut. Ich nehme es der Beta, wie gesagt, auch überhaupt nicht übel. Ich freue mich einfach so sehr, ich freue mich stattdessen einfach so sehr, dass ich die Beta spielen kann, dass mich so kleinere Bugs, die jetzt halt auftreten, noch nicht stören. Ärgerlich ist, dass ich sie mir gar nicht alle merken kann in der aktuellen Zeit, in der ich zocke, um sie auch tatsächlich zu reporten. Oha. Das reicht auf jeden Fall, um sie alle umzupusten. Kabumm. Ihr kommt da im Leben nicht hin. Ihr kommt da auch mit Moral nicht hin. Deswegen egal. Und ihr kommt da auch noch nicht hin. Schade eigentlich. Moral wäre gut. Habt dann nicht... ihr könntet mit Moral eventuell auch noch hinkommen. Habt dann nicht... Ihr könntet mit Moral auf jeden Fall hinkommen. Habt da. Sehr gut. 3 Versuche hat's gebraucht, aber dann hat's geklappt. Diese Feieranimation war sehr sinnvoll, man konnte ganz viel davon sehen. Nicht. Egal, was ist das hier? Ist das etwa, was ich denke, dass es ist? Provides... Nee, tut es nicht. Okay, wir kriegen jetzt Dragon Nexus. Was heißt das? Können wir nicht sehen. Steht irgendwo. Weiß man nicht. Okay, wir haben den Dragon Nexus Buff. Yeah! Was ist das?
Oh, das ist gar nicht ohne. Was ist das dahinter? Die wollen wir auf jeden Fall haben. Ich überlege gerade, das mal im Quick Combat zu machen. Wir machen mal ein Quick Combat, mal sehen, was dann passiert. Haben wir einen Golem? Oh, wir haben. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Da haben wir auch noch einen Vogel verloren. Versuch war es ja mal wert. Aber nee. Aber einfach nee. Aber nett, dass das Spiel einem die Option gibt, also Quick Combat zu machen, und wenn einem das Ergebnis überhaupt nicht gefällt, zu sagen, na dann halt nicht. Gut, wenn ich da hinfliege, dann ist natürlich auch klar, dass die mir, aber ich muss da fast schon hinfliegen. Die sind auch immun gegen alles an Magic? Ne, Magic School of Prime, die haben wir aber nicht. Ne? So. Damit da erstmal klar ist, wer hier der Chef im Haus ist. Hätte ich mal den Vogel vorher rüber bewegt, dann hätte ich noch mehr Schaden gemacht. Hätte ich ihn da hingestellt? Na, egal. Wurscht. Was wir haben, haben wir. Ah, die macht schon ordentlich Damage. Ich verstehe auch schon, die fliegen ja jetzt dann ran und besiegen alle meine Truppen sozusagen. Da bleibt mir gar nichts übrig, als quasi die Vögel oder irgendwas rein zu opfern. Nee, wir lassen sie mal rankommen. Verlieren halt alle unsere Fernkampfattacken, aber das ist natürlich Pech. Die sind so sackschnell, die blöden Genies, das nervt. Ja gut, meine Golems, da kann ich mit leben. Leben kann ich nicht damit, wenn ihr wirklich tolle Truppen umbringt. Sowas wie den da. Oder sowas wie den da unten. Ja, genau den. Aber dass ich da nicht drum... Auch so süß, wie der kleine, wie der Teppich ein bisschen mitbrennt. Oh, du kommst aber nicht an die kleinen Magier ran, ne? Nee, du kommst nur an die Vögel ran. Ja, das ist ja völlig uninteressant, was du da an Damage machst. Hm, hier fehlt uns doch massiv Kampfpower, deswegen machen wir das ruhig so. Ja, 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 wir haben viel mehr Defense-Punkte als ihr. Und Moral ist auch gut. Und Glück und überhaupt und alles. Das ist auch ordentlich gewesen. Hier haben wir nochmal ordentlich Schaden bekommen durch das blöde Brennen, aber was soll's. Oh, Alter, wir verlieren deutlich mehr Truppen, als wir da in dem Auto-Battle verloren hätten. Egal, jetzt haben wir uns dafür entschieden, den zu machen, dann machen wir den auch. Ist halt auch ein bisschen Luck dabei bei diesen Kämpfen, einfach aus der Tatsache, dass wir jetzt nicht wissen, welche Debuffs die machen. Die machen ja einen Random-Debuff. Und ja, ne, der Flaming-Debuff, der ist jetzt nicht so der Beste. Flup. Teleport-Bird. Schade, nicht ganz gereicht. Hätte ich gedacht, dass das eventuell reicht. Dann reicht das aber hierfür vielleicht? Nee. Na gut, dann nimm die eine raus, dann ist eine weniger, ist eine weniger, ist eine weniger. So, dann das ganze Spaßspiel nochmal. Dahin bitte, genau. Dann sind die beiden nämlich auch weg. Und dann können wir nochmal unsere Attacke hier auf die Jungs richten. Hallo. Das ist nicht ganz die richtige Richtung, lieber Vogel, aber passt schon. Und tschüss. Da geht's los. Und auch das ist wieder eine Menge Erfahrung wert und wir leveln. Sehr schön. Aber bevor wir leveln wollen, nehmen wir diese Mine ein. Es gibt hier unten echt noch so viel zu erkunden. Das ist voll krass. Was ist das hier? Ach so, ein Erfahrungsstein. Erfahrungs-Skillpunkt. Ja, finde ich gut. Oh, es gibt einen Flanking-Bonus. Ha, Mensch, den gab es in den letzten Teilen nicht. Das muss man auch erstmal wissen. Was ist das hier? Eine Rally Flag. Ah, hier geht's raus. Ist das schon die Surface, wo wir den anderen treffen?
Hier unten ist ja noch so eine große Karte. Mal eben die Plane wechseln, kann ich das? Nee. Da war Toggle Plane. Und wenn wir hier rausgehen, hier an dieser Stelle, dann sind wir... Achso, das wird der hier sein, okay. Dann würde mich noch interessieren, was es hier unten gibt. Da gehen wir schon noch hin. Kurz mal auf die Uhr geguckt. Ja, da gehen wir schon noch hin, aber nicht mehr diese Folge. Ich hoffe, liebe Leute, ihr habt genauso Spaß und Freude an dieser echt nett gemachten Beta, die wir uns hier gemeinsam gerade gönnen. Und... Na? Haha, da hat der Quick Combat mal gut gemacht. Und da würden wir irgendeinen Buff kriegen, den wir nicht verstehen. Okay, aber liebe Leute, wir machen mit dem ganzen Gebaffe und dem ganzen Gezocke an einer anderen Stelle weiter. Ich habe heute jetzt tatsächlich, ich muss jetzt weg und ich sag ja, ich mache das echt am Rande der absoluten Belastungsgrenze für euch. Aber ich hoffe, es macht euch entsprechend Spaß und ich hoffe, es lohnt sich, dass ich das für euch mit aufnehme. Und ja, das sieht ja geil aus. Voll freaky. Ich würde sagen, liebe Leute, ich bin die Zementente. Bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles, alles Gute und ciao, ciao.